einer versucht, hinter den anderen zu kommen, was ja früher die beste Abschlussposition war. Aber heute wollen wir mal nicht so kriegslüstern denken, sondern einfach an dem Kunststückchen von Vater und Sohn erfreuen. Das sind, wie gesagt, ARF-Modelle, almost ready to fly. Man bezieht also diese Bausätze aus Fernost. Man muss fast nur noch die Rudermaschinen und den Motor einbauen. Die Modelle sind fix und frosty aufgebaut, teilweise auch mit dem Einzifferwerk. Früher da gab es zu diesem Preis gerade Holzbausätze, wo man noch alles ausschneiden und zusammenkleben musste. Aber dann vieler fleißiger Kinder aus Fernost, sei es Vietnam, China, Korea etc., gibt sie sehr preiswert in allen Größen und Varianten. Die Modelle haben rund 250 Kubik-Tanks. Das reicht dann für 10 Minuten und mehr für diese relativ kleinen Motörchen. Aber auch mit diesem relativ geringen Aufwand kann man also Spaß haben. Das ist wie beim Auto kaufen. Man kann mit einem kleinen Dogo oder so anfangen und natürlich jetzt schon mal aufhören. Aber es gibt auch Zwischenstufen, wo man Spaß haben kann. Zuschauen, frische Luft, noch hungrig und durstig. Für alles ist gesorgt. Kaffeekuchen, Würstchen, Steaks, Bier, Cola für die Erwachsenen, Saft, Kakao für den Nachwuchs. Und wer Interesse an den Zuschauern diesem Modellflugsport haben sollte, kann sich gerne bei uns. Carsten ist von Haus aus an für sich mehr Hubschrauberpilot, hat er inzwischen auch seine Liebe zu Flächenmodellen entdeckt. Auch dieses Flugmodell ist ein sogenanntes ARF-Modell, almost ready to fly. Jeden Flug wird sich beim Carsten ein bisschen mehr an die Konstruktion herantasten. Man kann natürlich nicht von Anfang 3D fliegen. Gedrückte Figur. Gerade Ausflug wird höchstens Halbgas benötigt. 3.000-4.000 Umdrehungen reichen da völlig. Diese Modelle sind keine Speedmaschinen. Dafür ist die Profilierung anders ausgelegt. Aber großen Ruderflächen. Sehr beweglich und die ganzen Achsen. Falls jemand sein Interesse an diesem Modellflugsport heute entwickelt haben könnte, er kann gerne bei uns Schnupper fliegen, gratis im Lehrer-Schüler-Betrieb. Er kann auf der Internetseite
raussuchen, anrufen und einen Termin vereinbaren. Das angesagte Unwetter, Graupelwetter scheint schon heute Morgen durchgegangen zu sein. Da haben wir zumindest zwar wenig Piloten, aber dafür relativ gutes Flugwetter. Ein Turn, die Maschine kommt von zum Stillstand, Seitenruder und Absturz. Das wird schon eine Kuhbahn ab, das heißt zwei Kreise nacheinander. In der Mitte wird mit einer halben Rolle wieder die normale Fluglage erreicht. Eine Kuhbahn ab. Die nächste Modelle sind zwar was Feines, also die Richtung dachte ich drumherum hat auch was Höheres. So ist mutig. Den Knüppel nach vorne und macht einen Innenlooping. Es verlangt immer etwas Überwindung, die Maschine auf den Boden stürzen zu lassen und zu hoffen, dass der Motor weiterläuft und die Maschine auch wieder hochzieht. Der sogenannte gezogene Looping, der geht nach oben. Rückenflug logischerweise. Aber die Flächenprofile sind so, dass man im Rückenflug wie im Normalflug fast den gleichen Auftrieb hat. Sie sind also sehr neutral ausgelegt. Nicht auf Tragen, sondern auf neutral. Die Maschinen fliegen also nicht eigenstabil, die müssen auch gesteuert werden. Dafür sind sie auch sehr wendig. Anfängermodelle sind selbst neutralisierend ausgelegt, das heißt, wenn man mal nicht weiß, wie es weitergeht, lässt man die Finger vom Knüppel und die Maschine fängt sich von alleine. Bei genügender Höhe natürlich. So, jetzt scheint der Carsten wieder zur Landung reinschweben zu wollen. Der Wind ist gerade ein bisschen gnädiger. Fliegen ist Landen, runter kommen sie immer, aber in welchem Zustand? Na, ich schiebe nochmal die Pulle rein. Die Sicherheitsgeschwindigkeit war etwas zu hoch. Erneuter Anflug. Leerlauf Drehzahl ungefähr bei 1300. Auch 2,20 Meter und 8 Kilogramm sollen sauber hingesetzt sein. Und sitzt, geht's da. Ja, voll. Schön, dass wir noch ein Bravo. Passagierflieger das eingesetzt werden, natürlich entsprechend kleiner. Der Luftraum zu überschritten. So zischt er dann teilweise mit Halbgas und 200 Sachen. Das war schon ganz schnell. Bei dieser Geschwindigkeit gehen natürlich diese Flugzeuge durch den Luftwirbel, die das Messer durch die Futter, die lassen sich auch nicht verschüttern. Zuschauen, braucht einer zu hungern und zu dürsten. Grill, Kaffee und Kuchen, alles noch reichlich vorhanden.
Diese Modelle gehören zum System. Der Schütze will die Kugelreise und die Sperren auf euch. Die Scheinwerfer an. Da kann man schon einige Feinheiten einbauen. Aber innerhalb von 5 Minuten werden rund 3 Liter Kerosin durch die Turbinenschaufel gejagt. Die Flugzeit nach 5 Minuten zwangsläufig ein bisschen Reserve. Hier im Ende fliegen immer. Nehmen wir an, langsamer Vorbeiflug. Landescheinwerfer an. Fahrwerk ist ausgefahren zur Kontrolle. Alle drei Räder sind draußen. Jawohl. Das heißt, er kann jetzt die Landung ansetzen. Die ist bei diesem Gegenjäger nicht ohne. Wir sind zwar fix schnell, aber haben auch eine hohe Tragflächenbelastung. Sie müssen also mit einer gewissen Fahrt hingesetzt werden, damit sie noch steuerbar sind. Na, wir drehen noch mal eine Ehrenrunde. Weil es so schön war. Dreibeinfahrer draußen, für die Schirmflanzen an. Turbine auf Halbgas. Der Wind ist im Augenblick auch gnädig, sodass man hoffen kann, dass er sein gutes Stück sauber hinsetzt. Hoffentlich. Radbremsen hat dieses Modell auch. Das ist also alles wie die großen von Feinst ausgestattet. Ups, jawohl. Das war etwas hart. Trotzdem herzlichen Glückwunsch und wir danken für die Vorstellung.